Ah, es ist ganz schön windig hier draußen. Guten Morgen. Ist Rohkost denn wirklich die beste Ernährungsform? Und da frage ich mich immer, warum fragt man das irgendwelche Bücher oder warum fragt man das irgendwelche Video oder irgendwelche Menschen, die Bücher und Videos schreiben? Warum fragt man das nicht sich selber? Kein Tier in der Natur fragt irgendjemand, hey, was soll ich essen? Was ist das Beste für mich? Und daraus erwächst nämlich auch ein Urvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten, was das Abschätzen angeht, ob man sich gesund ernährt oder ob man sich nicht gesund ernährt. Wir sind ja in einem riesen Dschungel von Ernährungsempfehlungen. Der eine sagt, Low Carb ist gesund, der andere sagt, High Carb ist gesund, der andere sagt, Fleisch ist wichtig, der andere sagt, Fleisch ist nicht wichtig. Und wie soll man dann rein vom Verstand her, der ja beliebig manipulierbar ist, ich hatte schon viele Videos dazu gemacht, wie soll man dann diese Manipulation von der einen oder von der anderen Seite ausschließen? Und dann ist es vollkommen normal, dass man unsicher ist, weil man eben nie ausschließen kann, dass der andere rein vom Verstand doch recht hat. Wenn wir aber einfach mal in uns gehen, Nahrung aufnehmen und in das Gefühl gehen, tut mir diese Nahrung jetzt gut oder tut mir diese Nahrung nicht gut, und das wieder lernen, intuitiv zu entscheiden, ob wir das mögen oder nicht, dann wären wir einen Schritt weiter. Nun kommt der eine und sagt, hey Christian, das gibt's doch schon lange. Das nennt sich intuitives Essen. Der Ansatz ist ganz gut. Bloß in jedem dieser Blogbeiträge, YouTube-Videos und Bücher nirgends ganz klar aufgezeigt, dass die große Gefahr des intuitiven Essens die Konditionierung ist. Natürlich sage ich, wenn ich 20 Jahre lang meinen Braten am Sonntag gegessen habe, ja, Fleisch tut mir gut, ich freue mich schon wieder auf den Braten. Der Braten, das ist es. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Und das ist genau das Problem, dass man Intuition und Konditionierung eben nicht auseinanderhält und versucht auch gar nicht, irgendwie auseinanderzuhalten bei diesen Ratgebern. Weil beim intuitiven Essen oder genauso wie beim Low Carb geht es einfach nur darum, und natürlich auch beim High Carb und beim Veganismus, bei vielen dieser Medien geht es nur darum, dass man einfach Bücher verkauft, Klickzahlen erreicht und so weiter. So, und da geht es einfach dann einfacher, wenn man ganz simple Rezepte, einfache Rezepte und große Erfolgsversprechungen macht. In 10 Tagen 5 Kilo abgenommen mit Low Carb. So. Und das wäre aber der Kern. Das wäre der Kern, dass man schaut, was habe ich in meiner Vergangenheit denn alles schon gegessen? Und wenn ich etwas sehr viel gegessen habe oder eine Ernährungsform schon sehr lange betreibe, dann ist dieses Verhalten konditioniert. Und wenn dann mein Gefühl sagt, genau das sollte ich tun, was ich schon immer getan habe, dann ist die Chance sehr hoch, dass es eben eine Konditionierung ist und keine Intuition. Also, es ist nicht leicht. Was man aber tun kann, ist, man kann seinen aktuellen gesundheitlichen, seine gesundheitliche Situation betrachten. Und dazu zählt zum einen die körperliche Situation, habe ich körperliche Beschwerden, und zum anderen die geistige Situation. Und so sehr früher die Menschen die geistige Situation eher so stiefmütterlich behandelt haben, umso mehr kommt jetzt so langsam in den Fokus, dass es keine Worthülse ist, dass Geist und Körper zusammenarbeiten, sondern dass es ein bewiesen wissenschaftlicher Fakt ist. Und wenn ihr geistig nicht gesund seid, das bedeutet, ihr habt Angstzustände. Ihr glaubt, dass ja, ihr betrogen werdet. Ihr habt Verfolgungswahn. All diese Dinge, die insbesondere auch in den Kreisen von bewusst lebenderen Menschen vorkommen, weil bewusst lebendere Menschen sind einfach etwas sensibler, machen sich viel mehr Gedanken. Und dann kannst du natürlich eben das auch sehr, sehr weit treiben und einfach, sag ich mal, grundgute Dinge auch in Frage stellen, oder du siehst halt hinter jeder Ecke, hinter jedem Baum hier ist irgendwo ein schwarzer Mann, der dich betrügen will. Und unser ganzes
unsere ganzen Errungenschaften, gerade auf dem sozialen Gebiet und all die positiven Dinge, was Diskriminierung angeht, was Frieden angeht, all die Dinge sieht man dann nicht und denkt, ja, es wird immer schlechter und solche Dinge. Also wenn ihr da quasi merkt, okay, ich verfüge noch über Ängste, die mein Leben einschränken, ich fühle mich nicht gut, dann ist das, was ihr gemacht habt bisher, nicht optimal. Aber das muss natürlich nicht nur die Ernährung sein. Es gibt ja noch so viele andere Dinge in der Lebensweise. Ich habe für mich festgestellt, dass es sehr wichtig ist, sich täglich zu bewegen, täglich in die Natur zu gehen, sich täglich abzuhärten, eine gesunde Ernährung zu haben, die sich intuitiv gesund anfühlt und last but not least, ein geistig entspanntes Mindset. Und sowas kann man sich natürlich auch erarbeiten. Man kann sich Dinge im Verstand, ja, kann man analysieren, betrachten und dann eine wohlwollende Hypothese von der Welt und von all den Dingen sich erarbeiten, die sich gut anfühlt. Die muss nicht immer die sein, die sich für andere gut anfühlt. Also, das ist nicht damit gesagt, aber es geht ja auch nicht um andere. Es geht um dich. Und das ist dasselbe bei der Ernährung. Du selber hast die Verantwortung, dich darum zu kümmern, was dir gut tut geistig, was dir gut tut in der Ernährung. Wenn du das anderen überlässt, dann entwickelt sich ein neuronales Netz und dein Körper merkt sich. Wenn ich etwas Gutes will, dann muss ich zum YouTuber War Spirit gehen und dann weiß ich, was gut ist. Wenn ich was Gutes will, dann muss ich zum Psychologen gehen, der weiß, was gut ist. Wenn ich was Gutes will, muss ich meine Freunde fragen oder das ganze Internet. Und das ist ein Problem, weil damit sinkt euer Selbstwertgefühl. Ihr habt nicht von euch die Überzeugung, dass ihr euch Gutes tun könnt, dass ihr die Lösung habt. Jedes Tier da draußen ernährt sich artgerecht, so denn es in der Natur lebt und nicht von uns domestiziert wird. Und die haben alle kein Ernährungsproblem. Also vielleicht, dass sie zu wenig Nahrung haben. Das haben wir Menschen nicht. Und die fragen niemand. Es ist so einfach. Es ist wahrscheinlich zu einfach für die meisten, einfach in sich zu gehen, die Dinge zu essen und sich kritisch zu hinterfragen, was ist konditioniert. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage dabei. Sonst ist man eben beim intuitiven Essen, was überall propagiert wird. Und das ist eben kein intuitives Essen. Das ist ja ein ganz großes, ja, aufgeblähtes Marketingwunder, sage ich mal, weil jeder darf plötzlich essen, was er möchte und denkt, es ist intuitiv. Und das ist halt, ist halt einfach schlimm. Ja, gut. Ich hoffe, dass ich diese Inspiration, und dafür sind die Medien gut, dafür ist auch der Kanal War Spirit gut, sich inspirieren lassen, sich selbstständig Gedanken zu machen, um sein Leben einfach wundervoller zu gestalten. Macht's gut.